Aber jetzt gebe ich erst einmal ab nach Berlin in den Bundestag zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallor. Dort steht der Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung auf der Tagesordnung. Ja, vielen Dank. Und so ist es. Und das ist er, 560 Seiten stark, der Kinder- und Jugendbericht. Alle 4 Jahre wird er herausgegeben. Diesmal hat ihn eine 12-köpfige Expertenkommission erarbeitet. Kinder und Jugendliche werden darin definiert von 15 bis 27 Jahren. Bis zum Jahr 2013 sank diese Zahl radikal. Jetzt ist sie leicht wieder angestiegen, vor allen Dingen durch die Zuwanderung. Und natürlich werden in so einem Bericht nicht nur Tatsachen festgestellt, sondern auch Wünsche formuliert. Da wird zum Beispiel formuliert, dass man mehr Teilhabe politischer Art für Kinder und Jugendliche organisieren muss. Es soll mehr Gesamtschulen geben, damit auch Kinder aus prekären Wohnverhältnissen eine sachgerechte Bildung bekommen können. Und dann soll die finanziellen Leistungen für Jugendliche nicht bei 18 Jahren unterbrochen werden. Das sind einige der Kernforderungen dieses Berichts. Und wir wollen darüber diskutieren mit meinen Gästen heute. Katja Dörner begrüße ich, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, und Sönke Rix, der Sprecher für Familienpolitik, unter anderem Frauen, Jugend, das gehört da noch dazu. Herr Rix, fangen wir mal an. Also so ein Bericht, da ist ja sehr stark, da sind viele Allgemeinplätze drin. Unter anderem wird dort empfohlen, dass Jugendliche einen Internetführerschein machen sollten. Das wäre doch günstig. Braucht man solche Berichte als Politiker? Solche Berichte sind hilfreich als Handlungsoption für die nächsten Jahre. Da steht ja sehr viel drin. Ich finde auch nicht, dass es unkonkret ist. Ich finde, das sind konkrete Forderungen nach Ganztagsschulen, Gesamtschulen und Förderung über 18 Jahren. Also ich kann damit sehr gut arbeiten. Ich brauche solche Berichte. Kinder, die in Haushalten aufwachsen, die weniger als 60% des Durchschnittsverdienstes haben, gelten als arme Kinder. Dieser Anteil von armen Kindern ist angestiegen. Jetzt haben wir aus dem Bericht erfahren, das hat vor allen Dingen eine Ursache, natürlich die Zuwandererkinder. Muss man sich da Sorgen machen? Also insgesamt muss uns das Thema Kinderarmut, Armut von Jugendlichen viel mehr beschäftigen. Ich finde, in dieser Legislatur ist da viel zu wenig passiert. Ich finde das überhaupt nicht akzeptabel. Wir haben eine sehr, sehr gute Konjunktur. Viele Menschen profitieren auch in diesem Land von dieser guten Entwicklung. Und viele Familien und viele Kinder und Jugendliche tun das nicht. Und ich finde, das ist ein ganz klarer Auftrag an die Politik, da auch mehr zu gestalten. Insbesondere natürlich auch für Kinder, die jetzt eingewandert sind. Die Frage, wie können wir ein Bildungssystem organisieren, das diese Kinder gut auffängt, ihnen auch gute Chancen gibt. Da haben wir, glaube ich, noch mehr zu tun, als diese Bundesregierung in den letzten Jahren geleistet hat. Hört ihr sich jetzt ein bisschen herzlos an, aber die Frage, muss man sich Sorgen machen, knüpft ja daran an, diese Kinder kommen hier an mit ihren Familien. Natürlich haben sie zunächst kein eigenes Einkommen, sie können die Sprache noch nicht. Also ist es doch logisch, dass sie in diese Gruppe erstmal fallen. Also deswegen nochmal die Frage, die Bundesregierung tut ja auch sehr viel für Familien, auch gerade für Zuwanderer. Wird da zu wenig getan? Also wir können immer mehr tun, das ist gar keine Frage. Kommunen, Bund und Länder sind da gemeinsam gefragt. Was wir vor allen Dingen unterstützen müssen, ist das bürgerschaftliche Engagement in dem Bereich zur Unterstützung, auch um diese Menschen tatsächlich auch mit an die Hand zu nehmen. Ich finde, das ist uns auch gelungen in vielen Bereichen, dass wir zum Beispiel einen Freiwilligendienst organisiert haben, der sich speziell um Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel kümmert. Aber wir müssen insgesamt auch den Zugang zur Ausbildung schaffen und wir müssen hinbekommen, dass die Flüchtlinge nicht nur quasi Flüchtlinge sind, sondern auch wirklich Zugewanderte, die eventuell auch hier bleiben. Also das heißt, den Zugang zur Ausbildung, den Zugang zur Bildung verbessern. Und das heißt auch ein Stück weit ein Einwanderungsgesetz. Und das vielleicht auch mal miteinander zu verkoppeln, weil dann können wir auch diejenigen hier lassen und diejenigen auch hier haben, die sich wunderbar auch integrieren können. Was haben wir denn da in den vergangenen Jahren alles falsch gemacht? Gerade wenn ich an die Einwanderungswelle der türkischen Mitbürger denke. Hier gibt es ja Stadtbezirke in Berlin, gerade als Berliner Bürger. Da kann man als Deutscher eigentlich sein Kind deshalb nicht hinschicken, weil dort die Lehrer und die Schüler türkisch sprechen. Also da ist doch alles gründlich falsch gelaufen in der Vergangenheit, oder nicht? Also dieser drastischen Beschreibung würde ich so auch nicht zustimmen. Gibt es wirklich hier? Also hier gibt es Schulen, wo sie wirklich türkisch können müssen. Bezirken sehr viel getan wird, auch beispielsweise für Durchmischung und für Sprachbildung natürlich. Und ich glaube, dass die Frage der Sprachbildung, weil Sie nach den Fehlern der Vergangenheit gefragt haben, ist, glaube ich, ganz zentral. Also dass man nicht von Anfang an auch davon ausgegangen ist, dass insbesondere die Kinder auch bleiben. Und dass man natürlich die deutsche Sprache können
lernen muss, um im Bildungssystem überhaupt eine Chance zu haben. Und da ist natürlich in den letzten Jahren auch viel investiert worden mit den Sprachförderprogrammen des Bundes. Das ist auch gut. Aber wenn man jetzt beispielsweise sieht, viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge müssen lange warten, bis sie überhaupt einen Schulplatz bekommen. Die müssen lange warten, bis sie einen Deutschkurs bekommen. Und das ist natürlich nicht förderlich für die Integration. Und wir haben immer noch die Problematik, dass junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz haben, die gut integriert sind in der Schule, im Berufskolleg, wo die Chefs sagen, das sind junge Leute, die wollen wir hier richtig haben, die werden trotzdem weiter abgeschoben. Und das ist beispielsweise so ein Punkt, dass man da eine Sicherheit hat, dass junge Menschen ihre Ausbildung auch beenden können, völlig unabhängig eigentlich von der Frage, ob sie bleiben oder gehen, weil mit einer guten Ausbildung kann man eigentlich überall auf der Welt dann für die Zukunft was gestalten. Gucken wir nochmal auf die Familienpolitik. Es gab im Jahr 2014 156 familienpolitische Leistungen in einem Wert von über 200 Milliarden Euro. Da war unter anderem das Ehegattensplitting dabei, ein großer Brocken, schon klar. Aber jetzt wurde ja viel Geld schon in die Hand genommen und dennoch steigt jetzt das Kinderarmutsrisiko in Deutschland wieder an. Wird das Geld falsch investiert? Ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht konträre familienpolitische Leistungen haben. Ehegattensplitting ist übrigens ein gutes Beispiel, dass wir einerseits fördern, dass ein Ehepartner zu Hause bleiben kann oder auch gut zu Hause bleiben kann und andererseits in Vereinbarkeit und Familie und Beruf investieren. Das wollen wir auch gerne aufbrechen an dieser Stelle. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, dass wir natürlich erkennen, es ist zwar ein wirtschaftlicher Aufschwung, aber die Leistungen kommen eben nicht bei den Kindern und Jugendlichen an. Deshalb haben wir unter anderem zum Beispiel den Unterhaltsvorschuss ja jetzt auch ausgeweitet. Sie haben vorhin gesagt, Jugendliche sind halt auch älter als 15 oder 16. 16 Jahre alt und wir haben ihn jetzt wieder ausgeweitet auf 18 Jahre. Wir haben eine längere Bezugsdauer auch. Das hilft insbesondere den Kindern und Jugendlichen von Alleinerziehenden. Und das ist auch ein Beitrag in Richtung Kinderarmut. Frau Dörner, Sie hatten gerade Ihre BDK, Ihren Parteitag. Wenn Sie es ganz kurz versuchen wollen, Sie wollen ja eine Systemumstellung bei der finanziellen Förderung, nämlich das Familienbudget. Bitte relativ kurz, was ist das? Das besteht aus drei Säulen. Zum einen wollen wir, dass der Kinderregelsatz endlich vernünftig berechnet wird. Heute sind Kinder einfach 80% eines Erwachsenen. Das entspricht nicht ihren tatsächlichen Bedarfen. Da wollen wir, dass wirklich auf die Kinder geguckt wird. Wir wollen den Kinderzuschlag reformieren. Kinderzuschlag ist ja eigentlich ein gut gedachtes Instrument, kommt aber nur bei 30% derer an, die überhaupt einen Anspruch haben. Wir wollen, dass der automatisch ausgezahlt wird und auch mehr Familien den in Anspruch nehmen können. Und wir wollen eine Kindergrundsicherung, die bedeutet, dass wir unsere Familienförderung das System vom Kopf auf die Füße stellen. Heute ist es ja so, dass eine Bundestagsabgeordnete über ihren Kinderfreibetrag für ihr Kind mehr staatliche Förderung bekommt als eine Sachbearbeiterin im Bundestag, die nur Kindergeld bekommt. Das ist total ungerecht und das muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Herr Rix, und Sie haben jetzt Parteitag, verabschieden Ihr Wahlprogramm. Was werden Sie da speziell für Kinder und Jugendliche verabschieden? Wir wollen auch das gestaffelte Kindergeld. Wir sehen auch ein, dass wir Probleme beim Kinderzuschlag haben. Auch da ist eine Veränderung notwendig, dass die Bürokratie abgebaut wird. Das ist ein gutes Instrument, aber zu wenig Leute erhalten ist. Wir wollen das gestaffelte Kindergeld, das heißt einkommensabhängig. Es ist auch nicht einzusehen, dass wir beide das gleiche Kindergeld bekommen wie der Arbeitnehmer als Facharbeiter bei Daimler-Benz beispielsweise oder sogar noch niedriger angesiedelt. Genau, noch niedriger angesiedelt. Also dafür, da müssen wir auch ran. Das haben wir auch bei uns im Programm. Wir wollen ein Familiensplitting einführen, dass wir mehr Kinder, die Kinder fördern in einer Familie als die Ehe an sich fördern. Also da haben wir einiges auf dem Zettel. Sehe ich völlig anders. Wenn der Staat Kinder fördert, muss er alle Kinder gleich fördern? Oder wollen Sie einen Unterschied haben zwischen den Kindern, nur weil das eine Kind Eltern hat, die noch zusammenleben zum Beispiel oder die auch ein gewisses Grundeinkommen haben? Also das kann ich nicht nachvollziehen, den Punkt. Das hat ja auch niemand gesagt. Wir wollen ja dahin, dass der Staat die Kinder gleich fördert. Ich habe ja gesagt, heute haben wir ja das Problem, dass wenn man ein sehr hohes Einkommen hat, man über den Kinderfreibetrag am Ende des Monats über die Steuerentlastung mehr hat, als man normalerweise übers Kindergeld bekommt. Und das ist ja hochgradig ungerecht. Und dass bestimmte Familien, die eben Trauschein haben, über das Ehegattensplitting profitieren. Und wenn Eltern nicht verheiratet sind, nicht, das sollte man doch wirklich beenden. Okay, Sie haben es nochmal gut erklärt. Jetzt ganz schnell noch, Gesamtschule wird hier empfohlen. In Sachsen gibt es 80% der Schulform ist dort Gesamtschule. Die Sachsen sehen bei den gesamten Tests gar nicht gut aus. 27% der sächsischen Kinder gehen ohne Schulabschluss nach Hause. Die Bayern haben nur 18% Gesamtschulen und liegen bei PISA ganz weit vorne. Ist Gesamtschule das Weisheitsletzter Schluss? Das Weisheitsletzter Schluss ist es bestimmt nicht, weil es kommt immer darauf an, was in solchen Schulen auch gelernt wird. Ich finde, wir sollten weniger Strukturdebatten führen, als Debatten darüber führen, was in Schule tatsächlich auch beigebracht wird und gelernt wird. Ansonsten muss man auch gucken, dass die, wenn man international den Vergleich zieht, durchaus wir überall eher Gesamtschulsysteme haben als dreigliedrige Schulsysteme. Und im internationalen Vergleich muss Deutschland noch aufholen. Herr Rix, Frau Dörner, wir könnten jetzt hier lange weiter diskutieren. Sie werden das tun, nämlich jetzt hier im Plenum. Da geht es nämlich los und ich gebe rein, meine Damen und Herren.